Bevor wir sozusagen zu dieser Abschlussgeschichte Misha anschauen, würde ich gerne mit Ihnen auf dem heutigen Blatt, wo vieles nochmal zusammengefasst ist, mit Ihnen einen Text noch gemeinsam lesen. Sprich, kannst du das einfach rumkriegen? Das ist ja immer eins, ne? Würde ich als Co-Referent hier betrachten. Ich schicke hinterher die zwei Literaturhinweise, das Büchlein, aus dem ich gleich etwas vorlese, und ja, das ist immer das Problem. Und ein Literaturtipp noch, ein Roman, ein Jeremia-Roman von Franz Werfel. Ja? Sollten Sie unbedingt mal lesen, höre die Stimme. Man bekommt letztlich Reklame für, das ist wirklich ein großartiges Buch. Ja? Es lohnt sich. Sie finden auf der zweiten Seite, hier ist ein kleiner Text von Erich Zenger noch, nochmal so eine Zusammenfassung. Die Prophetie ist das notwendige Korrektiv der politischen und kultischen Institutionen und die Instanz der öffentlichen Kritik. Beides mit dem Anspruch der spontanen, intuitiven Gottunmittelbarkeit. Wie der sogenannte Verfassungsentwurf in Deuteronomium 17,18 zeigt, gab es in Israel sogar die Vorstellung, dass das prophetische Charisma jene über den drei Gewalten, also Königtum, Richteramt, Priestertum stehende Gewalt ist, vor der die anderen sich im Konfliktfall zu legitimieren haben. Eine solche fundamentale Akzeptanz der kritischen Prophetie setzt das Vertrauen in die aktuelle Macht Gottes bzw. in das spontane Ergehen des Gotteswortes voraus. Die kanonisierten Propheten Israels sind Kritiker und Visionäre. Als Kritiker decken sie auf, wo und warum Israel sich von seiner Sendung entfernt hat. Als Visionäre verkünden sie, beziehungsweise die nach ihnen benannten Bücher in ihrer heilseschatologisch ausgezogenen Endgestalt, eine zukünftige, die bisherige Realität überholende neue Welt. Beide Male stellen sie den Status quo in Frage. Als Kritiker konfrontieren sie meist die Gegenwart mit der Geschichte, also nicht mit der Zukunft zunächst, ja, sondern mit der Geschichte, insbesondere mit der Anfangsgeschichte und mit ihren hohen Idealen. Sie demaskieren die Gegenwart als Abkehr von dieser Anfangsgeschichte und als Verweigerung der mit dieser gesetzten Möglichkeiten. Als Visionäre bekämpfen sie den Irrglauben, alles müsse so bleiben, wie es ist. Als Visionäre entwerfen die Prophetenbücher jene Gottesträume von einer Zukunft, die allem Augenschein zum Trotz die Geschichte vollenden wird. Damit relativieren sie die Macht der Mächtigen und die Ohnmacht der Ohnmächtigen. Die Propheten sind mit ihrem Charisma, der Gottunmittelbarkeit, das unkalkulierbare Einfallstor der Transzendenz Gottes. Sie waren und sind die notwendige Provokation Gottes in allen Bereichen des gesellschaftlichen und religiösen Lebens. Nach Joel 3 wird am Ende der Zeiten das prophetische Charisma nicht nur über einzelne Propheten, sondern über das ganze Volk ausgegossen. Petrus sieht in seiner ersten Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, in der Entstehung der Kirche eine Erfüllung dieser Verheißung. Darin wird die prophetische Sendung Israels und der Kirche sichtbar, dass beide auf je spezifische Weise gegenüber den festgefahrenen Institutionen der Weltgesellschaft die Rolle des kritischen, inspirierenden Charismas verwirklichen sollen. Dazu müssen beide freilich die Hochschätzung des Prophetischen neu erlernen. Das ist aus Erich Zenger, Einleitung des Alten Testaments.